Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte irgendwo in Thüringen. Ich habe mir gerade ein bisschen die Landschaft angeschaut, links, rechts. Dann fährt man an der Seite rein. Wir werden den LKW zurückfahren zum Hof. Wir werden ihn reparieren und ja, mal sehen, ein bisschen waschen. Wenn wir zuerst waschen und dann reparieren. Und dann werden wir wahrscheinlich auch eine Stumpenfräse machen und aktivieren müssen. Ups. Da steht noch ein Hänger. Mit Traktor. Stau. Sauber, sauber, ja. Sauber. Ah, das geht. Gewicht. Ach so. Das war kein Dreck, das war ein Lackschäden oder Verschleiß am Lack oder was brennen würde. So, alles täuscht. Kommt die hier rein? Daneben nicht, aber da in die Mitte rein wollte ich anregen. In die Mitte. Ups, zu viel, zu viel. Wollte ich mal wissen, aus dem Verkehr ziehen, Anführungszeichen, den brauchen wir wieder später zur Ernte. Oder in den Karten. Den können wir auch nehmen, um eine Seemaschine zu kaufen und zu holen. Mal schauen. Die wollte ich umrüsten. Die sind ja auf Pflegebereifung. Und die kann man umrüsten auf richtig gute Bereifung und dann geht das los. Dazu werden wir die immer reparieren. Halt. LKW. Einen am anderen. Alles wichtige Arbeiten, die jetzt gemacht werden können. Bevor wir ganz groß starten mit der Aussaat. Bodentemperatur sollte plus 4, die 5 Grad oder 6 Grad haben. Aktuell haben wir plus 3. Wir können bestenfalls Gras auch sehen. Aber haben wir Geduld, da geht schon noch los. Frühling sind 9 Tage. Und ich kann gar nicht kaufen, wenn der Bericht, aber schon mal warm werden, ne? Schön, schön. Starten wir gleich und fahren wir mal weg. Vor allem reparieren. Und später den Anhänger werden wir auch reparieren. Da wäre zu lang für.
So, wenn er jetzt LKW hier steht, dann ist er Raps alle. Der Raps ist übrigens alle. So, guck mal an Soja. Soja war ja noch. Beziehungsweise wir mal schauen. So, wie voll ist er? Was verkaufen? Und dann schauen wir, ob wir mit Soja machen können oder mit Weizen oder dergleichen. So. Ja, gute Frage, wo stand jetzt ein Hänger hin? Am besten in der Dresche. Ich muss hier so eine Halle bauen, später mal. Aber erstmal mal sehen, dass wir nicht kalt wieder runterkommen. Das heißt, gut Deutsch. So, das war mein Traktor für unser Fräser. Den Fendt nehmen wir lieber nicht. Den wollte ich eigentlich verkaufen, weil der hat Probleme mit einem. Ich weiß nicht genau warum. Der Deutsch ist da hinten. Der wäre frei, ne? Ja, den nehmen wir. Mit dem Gewicht noch mal gucken, wo ich hinstelle. Wo ich wiederfinde. Ich glaube, der gelbe ist auf dem grünen, glaube ich, drauf. Ich hab doch nochmal schwarz sein sollen. Wie gesagt, da hinten ist die Fräse, dahinter kommt das Dings. Ja, nicht schlecht. Ja. Können wir dran lassen, vielleicht fahren wir auch nicht gleich los, noch ein paar Bäumchen holen. Noch 200 Stück holen. Ja, ein komisches Teil. Bewegt sich, obwohl ich gar nicht mache. So, kommt zu Fräse. Ja, Fett läuft gut. Wenn wir vorher Bäume pflanzen, dürfen die Stumpen weg. Und kleine Bäume bei, große Bäume bei, verstehe ich nicht. Alles mit der gleichen Zeit gepflanzt. So. Ich hab da ein neues Gerät gesehen mit Fräse. Ja, extra von der Maschine gekauft. Letzte Alu-Raps. Wie gesagt, hier werde ich einen höchstwahrscheinlich neuen Spielstand beginnen. Ich werde mir das Geld mitschreiben. Und entweder mal vergleiche wie jetzt auch, ob man gar nichts mitbekommt.
Das heißt, Kontostand etwa gleich. Dieselben Felder, dieselben Maschinen. Könnte ich natürlich jetzt sagen, okay, ich verkaufe die ganzen alten Dinger und kaufe vielleicht noch andere. Aber das wäre ja Blödsinn. Mit einer Sorte. Wenn man 7-8er Torn hat mit einer Sorte, dann brauchst du nicht lange gucken. Folge Nummer 3, Sonntag. Ich wünsche alle einen schönen Sonntag. Ja. Und dann ist schon wieder zweite Woche Urlaub zu Ende. Naja. Ist halt so, ne? Prost. Stimme hören. Eine Frucht einstellen bzw. selber fahren, andere Verkaufstour einstellen in Richtung Landhandel oder der Müller irgendwie heißt er da. Dass einige Bäume klein sind und andere groß. Ich habe alles zur selben Zeit gepflanzt. Naja, vielleicht. Jetzt haben wir noch 5 Grad plus. Wahnsinn. Können wir gerade kurz gucken im Wetterbericht. Da sag ich dir, ne? So, heute. Also, maximal bis 7 Grad. Morgen ist richtig kalt. Und dann wird es wärmer. Also. Tja. Also, wenn wir da aussagen, noch ein bisschen warten können. Und wir können Bäume pflanzen. Bäume gehen, das geht. Man pflanzt ja auch im Frühjahr und im Herbst, ne? Hat auch einfache Gründe, der Baum hat viel Laubmasse und wenn du viel Laubmasse hast und es ist zu warm, denn die Wurzeln sind ja einfach noch nicht da, die feinen Wurzeln, die müssen wachsen. Das heißt, wenn die jetzt im Sommer gepflanzt werden, entweder du hast die Gießkanne ständig in Betrieb, aber wenn die Wurzeln eh nicht vorhanden sind, ist das schwierig. Denn das Risiko, dass ein Baum das nicht überlebt, ist nicht groß. Ne? Besonders wo die letzten Tage extrem warm war. Ne? Wenn häufig Regen fällt, ist es nicht dramatisch. Und nicht so warm geht es auch, aber Baum. Normalerweise im Frühling oder im Herbst. Natürlich nicht bei Frost. Der Boden gefroren ist natürlich Blödsinn. Ne? Aber wenn im Frühjahr, im März der Boden der Frost raus ist, dann kann man auch Bäume pflanzen oder Sträucher.
Ja, die Klumpen müssen weg, ne? Sagt man so, ne? Naja, spätestens bei der zweiten Holzernte. Ja, gut. Wäre das dann, ich lachte deswegen, weil ich gesagt habe, ich fange vielleicht einen neuen Spielstand an, das ist doch wurscht. Gut, okay. Aber wie gesagt, ich rede schon länger Zeit von einer neuen Karte. Und abwarten. Dann würde ich immer mal keine Bäume kaufen. So, das heißt LKW ran. So. Der Zug, der ist halt so, der fährt da halt so. So. Zeit. Musik. Das hört man ja. Das ist der. Unser Spezialfan. Also wenn ich jetzt den anstarte, dann hast du Probleme. Dann bricht alles zusammen. Vermutlich mal ganz stark. Muss ich mal machen, wenn die aktuell auch noch nicht läuft. So, die beiden Fahrzeuge kann ich reparieren. Beziehungsweise muss den LKW zumindest ausschalten. Oder die Aussaat ist ganz wichtig, dass man schnell geht. Das heißt, innerhalb von 3 Tagen. So, mal schauen, mal, was haben wir auch noch Lager? Das könnten 2 Fuhren werden. Landhammer Müller. Da fahren wir auch hin. Und den Alpenkurs. Löschen. Einen neuen Beginn. Den kann man auch hinkriegen, wenn die Zeit war. Eng. So, fahren wir gleich los. Flott, aber bestimmt. Landhammer Müller. Fahren wir unten nicht lang, dann ist die ganz, ganz ungünstig, die Strecke, weil schlichtweg zu schmal. Wir werden das hier ein bisschen ausbauen. Hier machen wir neue Straße. Junge, fahr nicht so schnell, das geht schief. Kurs einfahren kann man ruhig. Naja, langsam betrieben und halt. So machen, damit nicht zu sehr gegen Baum geht, sagen wir so. Wenn ich zu oft korrigieren muss, und das dauert ja noch irgendwie länger, ne? Und später, wenn er ganz schön nicht fährt, auch sich dauernd verheckelt, also sich, naja, ist auch schlecht. Jetzt soll ich auch verdienen ein bisschen mehr. Als mit das. So, Wundermünden. Runde. Ja. Aber die Runde machen wir noch fertig. Und gleich die Piep macht die. Kurz die aktivieren. So. Einnahmen. 84.000, ja, schön. Wie gesagt, ich möchte eigentlich die Sämaschinen umtauschen,
Die anderen sind ein bisschen breiter. Nicht ganz so unflexibel, sag mal so, vom Fahren her. Und vier Stück. Das heißt, aktuell haben wir zwei dann verkaufen, also entladen und dann neue kaufen. Und dann werden wir die anderen beiden Geräte wegstellen, spritzen, ich kann mal weg, die werden reparieren, waschen, reparieren und dann hochfällt mindestens mit zwei Maschinen arbeiten, damit die Aussaat möglichst schnell erfolgt. Ich kann nicht genau sagen, wie das mit Wachstumsstufen aussieht, ob das gleichmäßig wächst. Das ist, weiß ich nicht genau. Aber egal wie es kommt, so, das hat mal geklappt. So, speichern mal ab. Ja, das war Müller gewesen, ne? Müller, Landhandel, Müller. Verkauf. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich es vorher geschrieben habe. So, was haben wir hier? So, die Feuerlandschaft, das soll es heute gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr reingeschaltet habt. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke. Ciao, bis dann. Ciao.